Nee, da muss ich, wenn schon, nicht rein. Aber ich glaube, ich sollte vielleicht mal die andere Rüstung drauf machen, ne? Ich sollte mal die andere Rüstung drauf machen. Ja, also Leute, kommen wir jetzt hier noch weiter? Kommen wir hier ans nächste Item ran? Theoretisch brauchen wir die Krafthandschuhe. Nein, du musst nicht unbedingt in den Brunnen zurück. Da findest du, was du gerade gesagt hast. Das Auge der Wahrheit? Okay. Samstag live den Zelda-Jungen anschauen ist Pflicht. Super, danke. Finde ich gut, dass das Pflicht ist. Dann muss ich hier rein, theoretisch. War ich da schon mal drin, ne? Theoretisch. Okay. Ist was anderes, was ich brauche, damit ich den Gerudel auf den Putz hauen kann. Guck mal. Hier war man noch nicht. Aber wie kommen wir hier hin? Ja, wie kommen wir hier hin? Ist das... Das ist der Rückweg von dem einen, aber da brauche ich die Krafthandschuhe, oder? Ich kann zwar das Eis da wegschmelzen, aber das bringt mir ja nichts. Ich muss ja... Ich komme ja trotzdem mit dem Bogen nicht durch. Aber brauchst du da nicht den langen Enterhaken? Eigentlich nicht. Also meint er, wir sollen lieber noch mal in den Brunnen gehen? Warum gehst du denn live, wenn ich gleich weg muss? Also ich habe ja früh genug terminisiert, wann ich live gehe, oder? Warum gehst du denn live, wenn ich gleich weg muss? Sorry. Tut mir leid. Hey, Alucard ist ein Ritter von Hyrule. Willkommen. So. Leute, was machen wir jetzt? Brunnen oder was? Ich glaube, andersweitig kommen wir im Moment nicht weiter. Dann gehen wir erstmal in den Brunnen. Also wir haben jetzt den Herzcontainer hier. Also theoretisch Brunnen. Ja. Theoretisch brauchen wir die Krafthandschuhe, damit wir weiterkommen in den nächsten Raum. Anders geht's, glaube ich, nicht. Zelda Jungen unterstütze ich gern. Es macht auch Spaß, vor allem bei so einem Projekt und bei dieser Community hier. Alle Riesendank. Mein Kaninchen guckt zu und ich feiert dich. Yay! Ich bin ein Kaninchenliebhaber. Abo plus eins. Der geht gleich auf YouTube, das Kaninchen. Okay, gut, wir gehen jetzt raus. Wir haben halt immer noch die Magie an, ne? Glaube ich, hoffe ich. Dann gehen wir erstmal in den Brunnen. Gehen wir erstmal in den Brunnen und gucken mal, was wir da machen. Am schnellsten... Ich weiß gar nicht, wie kommen wir jetzt am schnellsten nach Kakariko? Ich spiele einfach Serenade des Wassers. Und wir können halt angeln. Angeln? Angeln, Brunnen? Was sagt er? Angeln und dann in den Brunnen? Ich habe meinem Hund heute einen Haarschnitt verpasst. Zwergpilz. Zwergspitz, Zwergpilz. Jetzt schäme ich mich, mit ihm rauszugehen. Ach, der Arme. So schlimm. Viel Erfolg beim Angeln. Oh, hoffen wir mal, dass es nicht so lange dauert wie beim letzten Mal. Obwohl, es ging eigentlich. Es ging. Kann halt schlecht laufen, ne? Es ist halt kein Randomizer, wo das mit einem Schlag geht. Im Brunnen angeln gehen, ah. Ich schließe mich auch an, dann mache ich erstmal einen Brunnen. Lady Makoros finde ich auch gut, dass wir gleich denken. So, Frage ist, wie viel kostet das hier? 20 Rubine nehmen wir mit. So, let's fish. Wollen wir dem mal kurz die Kappe runter angeln, Leute? Das müsste doch gehen. Miau, 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 miau. Yes.
Du. Also irgendwie war ich da mal besser drinne. Steht's, glaube ich, zu nah. Okay, wir probieren es mal weiter weg. Ne, ich glaube, dann geht's gar nicht. Also jetzt komme ich gar nicht ran. Das könnte eine gute... Aber die Kamera ist auch so komisch. Jetzt bin ich zu nah. Ja, das dauert auch manchmal ein bisschen. Warum kann ich ihn denn eigentlich nicht anvisieren? Was ist denn da los? Oh Gott. Egal. Angeln wir den Fisch, Leute. So, da hinten ist er auf jeden Fall. Der Big One. Man kann ja auch irgendwo den geheimen Köter finden, oder? Ich weiß halt nicht, ob das im Hexo ist. Vielleicht wurde es auch entfernt. Das kann halt sein, dass es im Heck vielleicht entfernt wurde, ja. Achso, guck mal, Leute, ich kann rollen. Ich kann rollen. Ja, also ich brauche da normalerweise auch immer ein bisschen länger zu. Also ist jetzt keine große Sache. Magst du Fische? Ja, geht. Kann man machen auf jeden Fall. So, warte mal, da ist er. Da ist der dicke Fisch. So. Am besten schön vorbeiziehen mit einer ordentlichen Geschwindigkeit, damit er hinterher eiert. Und dann hoffentlich anbeißt im letzten Moment. Oder halt auch nicht. Ist der Köder nicht nur zu einer bestimmten Tag... Echt? Okay. Ja, mit dem Köder ist dann der Fang ungültig. Shit, ich hab's verkackt, ne? Ich hab's grad richtig verschissen. Es ist halt der dicke Fisch. Ne, der ist er ja. Ich dachte gerade, der geht weg, wenn ich den einmal verangelt habe. Na komm schon. Sieben Pfund. Da hat man schon mal einen größeren. Okay, ich will ja sowieso den da. Aber der hat, glaube ich, gerade keinen Bock mehr auf mich. Oder? Hat er noch Bock auf mich? Reicht nicht. Nee, reicht bei weitem nicht. Okay, aber den nehmen wir. So, komm schon. Der muss mit. Komm, Baby. Ich will dich auf dem Grill sehen. Ich will dich auf dem Grill. Boah, der zieht aber auch. Also da merke ich gerade keinen großen Fortschritt. Guck mal, wie lang das dauert. Ey, wir glauben, Toni wollte... Oh, stimmt, Toni, sorry. Ich hab's vergessen. Wir machen gleich. Gleich geht's los. Sorry, Toni. Du hast recht. Warte, warte, warte. Der Fisch. Und dann wird gedreht. Dann drehen wir alle am Rad. Ach komm schon. Kann doch nicht dein Ernst sein, Fischi. Ich weiß, du brauchst nur einen kurzen, schwachen Moment. Ich hätte gern Chrissy. Ich hätte gern so einen Chrissy-Bär, der jetzt für mich da ins Wasser hüpft und den Fisch fängt. Ich drehe auch gerade am Rad. Ich drehe am Joystick.
Muss man noch machen, oder? Den Joystick drehen. Komm, mir fällt gleich die Hand ab. Los. Ich mach's. Du machst einen Grizzly, Ariana? Der Bär frisst den Fischstein. Ich brauche nur das Skelett. Nur die Größe zählt. Das ist, der Rest ist mir egal. Die Kreten. Jetzt bin ich traurig. Mann! Okay, wir drehen erstmal, Leute. So, jetzt ist der Fisch weg, ne? Nur das Kokiri-Gewand. Oh, okay. Das ist okay. Ja, das ist halt der Preis dafür, wenn man angelt. Ist der jetzt weg? Der ist jetzt weg, ne? Ich glaube, der kommt da später wieder. Oder ist das hier im Heck anders gelöst? Ich gucke mal. Ja, ich glaube, der ist weg. Der kommt da später wieder. Der Fisch ist im Boden gebackt. Ja, das sah so komisch aus gerade, ne? Ich wollte Fischstäbchen. Zelda-Boy, bisschen mehr anstrengend hier. Was? Geh mal kurz raus und rein. Und... Ja, einmal raus und rein und dann gleich nochmal. Vielleicht machen wir mal einen Savepoint, oder? Was sagt ihr? Obwohl, der Savepoint dauert immer so ewig, ist eher lädt. Warum auch immer. Bei dem Randomizer ist das irgendwie ein bisschen komisch. So. So, Leute. Wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen... Ich springe einfach so rein und fange den mit der Hand. Ist vielleicht effektiver. So. Let's go. Oh, da wurde eine Spende dagelassen. Inquisitor Star Trekken. Ah ne, es sind Truppen von Hyrule beigetreten. Hey, Inquisitor Star Trekken. Danke. Er hat abonniert. Okay, nochmal aufs Neue. Komm schon. Komm schon, Fischi. Schneller. Schneller. Du siehst nicht so aus, als ob du Bock hast. Du siehst ganz komisch aus, Fischi. Los, Fischi! Ist ein komischer Fisch. Wann geht's eigentlich in den nächsten Tempel hier? Naja, wir machen jetzt den Fisch und dann geht's in den Brunnen. Komm, Fischi! Was ist denn mit... Der sieht so komisch aus, ne, mit seinen Augen. Schnapp! Der ist ein bisschen... Ich weiß nicht. Das ist ein Gourmetfisch. So, komm jetzt aber. Fischi, lass mich nicht im Stich. Ich brauch dich jetzt und hier. Komm schon, Baby. Mann. Denke auch, du brauchst nicht drehen, nur zum Zurückziehen reicht aus. Quatsch, ich dreh doch nicht. Aber das ist hier auch so, ne? Wenn der springt, muss ich loslassen, oder? Bin mir eigentlich relativ sicher. Mit dem Fisch kriegt man eine ganze Fußballmannschaft satt. Na, guck doch mal, der ist jetzt schon wieder viel weiter hinten. Nennt ein Fisch Baby. Das muss ins Best-of. Okay. Nicht aufgeben. Hä? Was ist denn mit dem Fisch? Der wollte mit? Hat er gesehen? Der wollte ihm helfen. Ey, was ist denn mit dir? Komm jetzt mit.
Wie ist denn das jetzt? Muss ich, wenn der springt, muss ich da den... Also ich drehe halt den Stick, drehe ich in die Richtung. In die andere. Den Stick halte ich so hinten links. Muss ich den loslassen, wenn er... Nope, leider nicht davon gehört. Okay. Das heißt, hier einfach nur A drücken und warten, oder was? Das ist eine Glückssache mit dem Fischen. Okay. Wisst ihr, dass ich, wenn ich ein Videospielcharakter wäre, in einem Rollenspiel, wäre mein Glück bei minus 70 oder so? Nicht loslassen, wenn er springt. Okay. Wir haben es gleich. Der kommt immer näher, der Fisch. Wir haben gleich. Komm, nicht weggehen. Wir haben nicht gleich. Ja, ich habe gerade schon meinen Fuß gesehen, glaube ich. Jo, da ist er. Komm. Hallo? Oh, Gott sei Dank, der ist so groß wie wir einfach, dieser Fisch. Wow, das ist ein real Lanker. 20 Pounds, den nehmen wir. Jetzt Nein drücken aus Versehen. Oh Gott. Oh Leute, ich freue mich heute so auf mein Abendessen. Es gibt heute so richtig, richtig geil Rindfleisch. Richtig schön hauchzart, dünn geschnitten. Mit Paprika in einer schönen Sojasauce richtig kross angebraten. Und dazu schön Reis. Oh, ich freue mich gerade so. So, wie meine Fische. Let's go. Eine Flasche. Schon wieder eine Flasche. Ich brauche keine Flaschen mehr. Mann. Ich esse gerade Spaghetti Bolognese. Ist auch geil. Ich dachte schon, zum Abendessen gibt's Fisch. So, Leute, wollen wir noch das Item mitnehmen, was wir von der Sonne bekommen? Wollen wir das noch machen? Dann müssen wir halt noch kurz warten. Ich komme zum Essen vorbei. Reicht es für 3 Personen? Also das Essen ist für 4 Personen, aber das wird alle werden bei mir und meiner Frau. Bin ich mir relativ sicher. Weil das einfach so gut ist. Oh. Bei uns gab es Pizza und trotzdem habe ich jetzt Hunger nach deiner Beschreibung. Ja, das ist auch so ein göttliches Essen einfach. Ja, dann müssen wir kurz warten. Ich weiß nicht, ob mal irgendwo... bei mir später Brot. Ist auch geil. Bei mir später Brot. Leute, ich habe heute die ersten Folgen vom Twilight Princess Randomizer aufgenommen. Der wird am Mittwoch nächste Woche starten. Und ganz ehrlich, war ein schönes Spiel. War ein schönes Spiel. Ich hab's durchgezockt. Ich hab's schon durchgezockt. Nee. War geile erste Runde. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Gerade was ich für ein Glück habe am Anfang. Macht doch so mega Spaß. Ah, verdammt. Jetzt verpasse ich das. Schnell weg. Da kommt die Sonne. Ich muss da an der Stelle stehen, ne? Shit. Mann, ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Nein, ich hab's nicht verkackt. Ja, ich hab's doch geschafft. Ha. Haha. Nice, da ist er, der Feuerpfeil. Schön. Was willst du denn sprechen? Wie, was will ich sprechen? Darf ich dann im Stream sprechen? Was willst du sprechen? Die Frage, was willst du sprechen? So, der Fire Arrow. Nice. Freue mich auf TP Randomizer. Ah, ich freue mich auch echt wieder. Hab wieder richtig Bock auf so ein Randomizer-Projekt. Gerade Trailer Princess ist so schön. Liebe ich.